Hallo und herzlich willkommen bei Bike & Rolle zu meinem Einkauf vom 7. Juni, also 7.6. Meine Nachbarn schneiden hier gerade irgendwelche Sachen nebenbei. Deswegen ja, haben wir einfach mal ein bisschen Hintergrundgeräusch, beziehungsweise kann das Fenster zumachen, aber scheiße drauf, wenn man es hört. Ist geil, wenn man es nicht hört, ist auch scheiße. So, als erstes habe ich mir ein bisschen Gouda geholt für den Käse-Experten von Jahr natürlich. Nicht Gouda, schon Emmentaler. Emmentaler, aber geraspelt. Was habe ich gerade von Gouda? Gouda hat hier auch drin. Der kommt aber später auf ihn, das habe ich gerade eben schon ein bisschen gespoilert. Das war Emmentaler, Entschuldigung, geraspelt natürlich, gesichert, also ja. Reibekäse so ungefähr, schön für Pizza oder für andere Sachen. Das geht auf jeden Fall safe, fit. Dann habe ich gesehen, ich war übrigens wieder bei Rewe, es gibt Bistro im Angebot. Deswegen einmal Bolognese Bistro habe ich mir geholt, natürlich die leckeren Baguette und einmal, ja, Standard Salami so ungefähr. Dann, was ich mir morgens früh mal reinhau, ist so ein Ingwer-Shot hier. Der ist mit Orange, den tue ich ja immer noch mit Apfelessig, beziehungsweise auch noch mit Zitronensaft und mit Limettensaft mittlerweile. Das ist der Limettensaft dazu. Davon immer zwei Esslöffel von dem wunderschönen Limettensaft hier. Und dazu dann noch zwei Esslöffel vom Zitronensaft, beziehungsweise auch noch zwei Esslöffel Apfelessig. Apfelessig habe ich nicht gekauft, weil von Apfelessig habe ich nicht super viel, aber noch da. So. Das ist der Zitronensaft. So. Weiter geht's. Dann habe ich mir Fischstäbchen geholt. Gestern habe ich auch Fischstäbchen gegessen. Heute habe ich mir Fischstäbchen geholt. Fischstäbchen von Jahr auf jeden Fall. Sehr schön. Aus Alaska Seelachs. Naja, ob da wirklich Seelachs drin ist, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Noch in die Tiefkühltruhe natürlich reingegriffen. Hühnerfrikassee hatte ich schon lange nicht mehr. Deswegen habe ich wieder Hühnerfrikassee geholt. Übrigens, Buttergemüse habe ich noch, daher habe ich mir kein Buttergemüse geholt. Nur mal so nebenbei. Dann habe ich mir wieder Weintrauben geholt. Hier, Weintrauben. Wunderschöne Weintrauben, 500 Gramm habe ich mir wieder geholt. Das ist auf jeden Fall lecker, da habe ich auf jeden Fall wieder Lust zu, irgendwann nochmal wieder Weintrauben zu essen. Dann habe ich mir Soft Cookies geholt. Ich finde die recht geil, von Rewe Soft Cookies. Die sind so halt mit weißer Schokolade drin, ich finde die wirklich cool. Die sind wirklich lecker, die gefallen mir total. Die kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Meine Zwiebeln, fuck! Ich wollte Zitronen zu Zwiebeln sagen, es tut mir leid. Ja, okay. Also, kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So wieder so ein Eckmoment. Meine Zwiebeln sind alle gewesen, deswegen habe ich mir so ein Kilo Zwiebeln auf jeden Fall geholt. Dann habe ich mir rote Paprika geholt. Schön rote Paprika. Werde ich mit meiner Zucchini zusammen heute wieder, werde ich mir eine wunderschöne Nudeln mit Tomatensauce machen. Deswegen habe ich mir auch wieder eine wunderschöne Zucchini geholt. Ich muss sie gerade mal auspacken. Ach ja, ich finde das voll geil. Ich stehe voll auf so viel Zucchini. Und dann halt wirklich halt alles andere da auch mit. Ach man, geht aus der scheiß Tür raus. Meine Zucchini, da ist sie. Zucchini. Zack. Tomaten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die sind natürlich auch in der scheiß Tüte drin. Kommt sie so raus? Ja. Ich habe noch wunderschöne Tomaten geholt. Hier. Lecker, lecker Tomaten. Die kommen natürlich auch mit rein. Mit den Zwiebeln und mit der Zucchini natürlich auch mit den Nudeln mit Tomatensauce. Dann, wo haben wir jetzt? Habe ich hier den Gouda, ne? Ja. Käse-Experten, Gouda Jung habe ich mir geholt von Jahr. Ja. Kann er jetzt gerne was zu sagen oder auch nicht zu sagen oder kann sie aber enthalten? Was auch immer. Dann habe ich mir noch auf jeden Fall noch einen Joghurt geholt. Und zwar den billigen Joghurt mit der Ecke. Den, ja, Crispy mit Banane. Banane und Schoko. Und dazu noch einen mit Joghurt, Vanille und Autofokus. Na egal. Joghurt, Vanille und Schokobett. Und beim Bäcker habe ich auch noch was geholt, da muss ich mal kurz pausieren. Und zwar habe ich mir beim Bäcker so einen Glaugenkäse-Schinkenteil geholt. Davon habe ich übrigens zwei geholt. Das wird gleich mein Frühstück werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Sagt ihr schon direkt wohl. Tschüss.